Nö, wir lassen das nochmal ein bisschen an. Ein Mausloch. Es ist ziemlich klein. Es ist sinnlos. Niemand wird sich hier für mein Design interessieren. Also werde ich meine Karriere hier in diesem schäbigen Hotel beenden. Wie ist das Design mit den Puckhunden? Nein, das wird absolut nichts. Das wird sehr unerfolgreich werden. Nicht mal das kann ich richtig machen. Mit den Puck gespielten Hunden. Ja, das wird sich nicht durchsetzen. Das wird später keiner kennen. Ich kann es von hier nicht so gut sehen. Hallo, ich bin Bernhard. Wer bist du? Dwayne. Deprimierend, oder? Puh, du siehst deprimiert aus. Was hat dich darauf gebracht, Schlaumeier? Die Pistole war ein richtiger Knüller. Ich habe eine Krise. Kummer ohne Ende. Ich bin ein Neuheitendesigner. Ich hatte ein paar gute Ideen. Der explodierende Lutscher, juckende Schwarzpulver, umgedrehte 3D-Gläser und vieles mehr. Das Problem ist, niemand mag meine Entwürfe. Die Musik ist nur ein bisschen nervig. Aber keinen interessiert's. Ich wünschte nur, wenigstens einer würde die Sachen gut finden. Einmal nur. Ich mag deine Designideen. Nun, ich meinte nicht dich. Aha. Was sagtest du noch, machst du? Ich bin ein Neuheitendesigner. Das Problem ist, niemand mag meine Entwürfe. Ich hab's überall probiert, aber keinen interessiert's. Ich wünschte nur, wenigstens einer würde die Sachen gut finden. Einmal nur. Ja. Sind hier zufällig irgendwo Pläne für eine Superbatterie? Superbatterie? Das hört sich noch schlechter an als meine Ideen. Vielleicht kann ich dich aufweitern. Oh, ich kann es kaum erwarten. Lass uns über Philosophie reden. Das ist immer sehr aufweiternd. Jetzt meine Philosophie. Das Leben ist komplett sinnlos. Speziell meins. Nietzsche wüsste bestimmt einiges dazu zu sagen. Wen kümmert's? Philosophen sind alle Versager, die es nicht geschafft haben, so wie ich. Vielleicht kann ich dich aufheitern. Oh, ich kann es kaum erwarten. Vielleicht hilft etwas Gymnastik. Als ich das letzte Mal Gymnastik machte, habe ich meine Milz verrenkt. Okay, vielleicht kann ich dich nicht aufheitern. Keine Sorge, ich würde nur wieder depressiv werden. Vielleicht kann ich dich aufheitern. Oh, ich kann es kaum erwarten. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Warum pfeifst du nicht einfach ein lustiges Lied? Ich habe eine Pfeife erfunden, die Lippen grün färbt. Niemand mochte sie. Okay, vielleicht kann ich dich nicht aufheitern. Keine Sorge, ich würde nur wieder depressiv werden. Ja. Nette Musik spielen sie hier, oder? Es ist aus der Fahrstuhl-Klassik-Serie. Es scheint so, als ob dieses Lied den ganzen Tag läuft. Ich war noch nie so deprimiert. Dann eben nicht. Ah, zum Glück haben wir jetzt eine andere Musik angemacht. Eine Kamera. Ich habe Angst, ich sehe Edna. Von hier aus kann ich ihn kaum sehen. Da komme ich von hier nicht dran. Es ist ziemlich klein. Okay, vielleicht kommen wir zum Bonbon-Automaten nehmen. Diese fluoreszierende Licht sehen die Bonbons echt lecker aus. Wir haben noch eine Münze. Aufzugehen. Besser nicht. Okay.
So schön nervig wie die Musik auch ist. Dafür müssen die Maus machen. Hui! Frufru Smart gestohlen. Runde Abdrücke hinterlassen. Okay. Bis auf diese Schinkendrops habe ich alles, was ich daraus haben wollte. Aha. Kriegen wir noch einen Hamster. Kann man den noch irgendwo mal benutzen? Oha. Lange Nacht gehabt? Ich versuche, die Welt vor einem Tentakel zu retten. Was ist mit dem Typ nebenan? Was macht man, um einen Scherzartikel-Designer aufzuwecken? Aha. Normalerweise bringt Eis mich immer auf Trab. Netter Raum, den Sie hier haben. Das erinnert mich an den Großkartenladen, in dem ich gearbeitet habe. Ich hatte einen Onkel, der schnarchte genauso laut. Ja, ziemlich leise gerade. Das Stahlwerk nebenan hat sich über den Lärm beschwert. Sie haben nicht zufällig die Pläne für eine Superbatterie gesehen, oder? Wo Dr. Fred sie wohl gelassen hat? Tja, danke, sie waren sehr hilfsbereit. Wahrscheinlich unter ihm. Wie ich das Ganze kenne. Modernes Design, stabile Konstruktion, attraktiv. Alles in allem ein schönes Telefon. Ich habe jetzt keine Zeit für Unterhaltung. Ich habe dazu jetzt keine Zeit, ich bin auf der Suche. Kann man seine Nummer merken und ihn anrufen? Ich habe nichts gegen dieses Telefon. Dieser schöne 4000-karätige Diamant kann schon heute Ihnen gehören für den Wahnsinnspreis von 2 Millionen Dollar. Die Telefonnummer lautet 1800 Star Wars. Verpassen Sie nicht diese einmalige Chance. Ah ja. Der hört gar nicht auf zu reden. Nicht gut drauf? Einfach mal Massagefinger probieren. Einen Groschen rein und der Spaß geht los. Massagefinger. Natürlich kann man, haben wir eine Münze. Und die benutzen. Nicht gut drauf? Einfach mal Massagefinger probieren. Einen Groschen rein und der Spaß geht los. Das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Da ist sehr erstaunlich wenig passiert. Wir haben unsere Münze verschenkt. Ein Eistro. Sie ist ziemlich kalt. Keine Chance. Da sind Sachen drin, die aussehen, als wären sie dort schon eine Ewigkeit. Macht das denn niemand jemals sauber? Keine Chance. Da sind Sachen drin, die aussehen, als wären sie dort schon eine Ewigkeit. Ah, okay, hier sind wir wieder. Da komme ich nicht dran. Okay. Da müssen wir noch ein bisschen mehr dran rüffeln. Besser nicht. Ich mit der Kurbel. Besser nicht. Mhm.
Tag, Uso. Ha. 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 Eine Schwingtür. Oha. Hier waren wir noch nicht. Eine Mikrowelle. Der Duke. Gütezeichen Mikrowelle. Die fasse ich nicht an. Diese Dinger haben so ihre Schwächen. Aha. Die fasse ich nicht an. Diese Dinger haben so ihre Schwächen. Okay. Die fasse ich nicht an. Diese Dinger haben so ihre Schwächen. Können wir... Besser nicht. Errungenschaftsrecht löschen, Garantieanspruch. Aha. Es scheint nicht aufzugehen. Besser nicht. Hm, braunes Wasser. Ich glaube, ich könnte mein Auto damit einschmieren. Wir haben uns Kaffee mitgenommen. Kaffee, entkoffinierte Kaffee. Braunes Wasser. Ziemlich große Kaffeemaschine. Das schwimmt schon weg. Ich knurre die im Schlafenden oben und wir Kaffee einflößen. Oha. Ein Schrank. Besser nicht. Wer weiß schon, welche Überraschungen sich darin verbergen. Den Trichter, ha, den brauchen wir. Ist ja ein Münzschlitz, wenn wir jetzt nur eine Münze hätten. Das ist ein Münztrockner. Ein Münztrockner. Trocknet bestimmt gut Münzen. Da ist nichts zum Trocknen drin. Das ist ein Münztrockner. Da ist nichts zum Trocknen drin. Do not sit on machines. 45 Kerz. For next to wise a monad. Sieht kaputt aus. Eine Waschmaschine. Ich glaube nicht, dass die jemals wieder läuft. Offener geht nicht. Ja. Dann mal raus mit uns. Klappernde Zähne. Springender kleiner Dussel. Springender kleiner Dussel. Schade mit Zähnen. Das macht keinen Sinn, das ist leer. Sind alle weg. Das macht keinen Sinn, das ist leer. Das macht keinen Sinn, das ist leer. Ja. Ekelhaft. Okay, eine Wuppballon können wir nicht. Das möchte ich nicht mal anfassen. Auch die Zähne können wir auch mitnehmen. Können wir vielleicht irgendwann mal gebrauchen. Hallo. Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Nette Zigarren. Ich mache sie selber. Noch eine Zigarre? Aber lange nicht mehr. Okay, gemacht. Aber zünden Sie sie dieses Mal nicht an. Würde ich so etwas jemals tun? Nein. Selbe wird siebenmal nicht. Ich sagte doch, es ist eine schlechte Angewohnheit. Besser. Verzeihung. Hallo,
Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Nette Zigarre. Ich mache sie selber. Noch eine Zigarre? Ich will das mal ausprobieren. Tut mir leid, meine Mutter hat mir das Rauchen verboten. Wenn ich auf meine Mutter gehört hätte, wäre ich heute nicht hier. Mach's dir bequem. Ja. Wir gehen doch mal von oben runter. Wir haben den Hamster. Ah, wir müssen den Hamster mal ins Labor bringen. Aber erstmal hier ein bisschen Kaffee. Bis auf diese Schinkendrops habe ich alles, was ich daraus haben wollte. Schinkendrops, aha. So, wie wär's, wenn wir jetzt einen Trichter? Ich glaube nicht, dass ich die Idee mag. Ich mag's aber. Falsche Größe. Soll ich wirklich? Das Zeug ist ziemlich stark. Ja, so ist du. Es scheint nicht aufzugehen. Ich glaube nicht, dass ich die Idee mag. Soll ich wirklich? Das Zeug ist ziemlich stark. Ja, so ist du. Dann versuch's mal damit. Koffeinfreier hilft dir nicht. Tja, eine Gabel? Besser nicht. Ein Hamster? Nein. Tja. Ich glaube nicht, dass das in Weiß besser aussieht. Gucken wir hier nochmal rein. Vielleicht können wir dir Hilfe mit. Besser nicht. Besser nicht. Nicht? Schade. Machst eine Gabel aufzugehen. Besser nicht. Kaffee gefällig. Soll ich wirklich? Das Zeug ist ziemlich stark. Das Zeug ist ziemlich stark. Gut, dann gehen wir mal die Treppen rauf. Nee, runter. Runter mal. So, hier war noch ein Geheimgang. Nicht so geheimer Gang. Können wir doch bestimmt den Hamster hier rein. Wow, schau mal! Können wir dem Hamster Kaffee einflößen? Nein. Schade. Ich glaube nicht, dass ich die Idee mag. Soll ich wirklich? Das Zeug ist ziemlich stark. Ja. Rest nochmal öffnen. Ich glaube, das Ding läuft besser mit etwas wie einem kleinen Nagetier. Ich glaube, das Ding läuft besser mit etwas wie einem kleinen Nagetier. Gut, dass wir einen haben. Wow, schau mal. Aber warum nimmst du den denn raus? Sie ist jetzt wieder an. Wow, schau mal. Ja. Was genau bringt uns das dann?
So, nun ist sie aus, aber es ist schon zu spät. So, wieder hier. Es ist schon offen. Ich will nicht ausgesperrt werden. Plötzlich kriechen. Da ist nix. Leer. Ja. Wie waren das nochmal? Können wir noch wechseln? 1, 2, 3 wäre doch eine Möglichkeit. Tja, wir können noch nicht wechseln. Erst müssen wir hier wohl fertig werden. Tja, mir fällt hier gerade nichts mehr ein. Die Pläne, die oh. Pläne. Ja, die Pläne. Nun, wo ist Dr. Fred? Sie nicht. Okay, ist er nicht. Dr. Fred gesehen. Entschuldigung. Hallo Süßer! Yippie! Nichts für ungut. Ja. Haben wir irgendein Video, was wir hier abspielen können? Besser nicht. Dann muss aber da mal weg. Geh da weg! Okay, das bringt uns ziemlich weiter. Der Tage hilft zum Markt zurück. Bürgermeisterin Judith Kupo hält. Aha. Wo sind der Doktor hin? Den müssen wir jetzt mal finden. Oha. Den Doktor haben wir noch nicht gefunden. Geheimgang. Im Büro. Ah, vielleicht können wir jetzt mal telefonieren. Pantoffelkino Teleshopping, Wanda hier. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Das kostet 2 Millionen Dollar. Haben Sie eine Kreditkarte? Ich habe ein Nummernkonto in der Schweiz. Wie lautet die Nummer, Sir? Ups. Sie lautet 846-427-35327. Es tut mir leid. Hier steht, dass das Konto leer ist. Tja, wir brauchen Geld auf dem Konto. Pantoffel
Kino Teleshopping, Wanda hier. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Das kostet 2 Millionen Dollar. Haben Sie eine Kreditkarte? Ich habe ein Nummernkonto in der Schweiz. Wie lautet die Nummer, Sir? Ups. Sie lautet 846-427-35327. Es tut mir leid, hier steht, dass das Konto leer ist. Modernes Design, stabile Konstruktion, attraktiv. Alles in allem ein schönes Telefon. Pantoffelkino-Telefon. Okay, das haben wir jetzt schon zum dritten Mal. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Das kostet 2 Millionen Dollar. Haben Sie eine Kreditkarte? Ich habe ein Nummernkonto in der Schweiz. Wie lautet die Nummer, Sir? Ups. Sie lautet 846-427-35327. Es tut mir leid, hier steht, dass das Konto leer ist. Ja. Wo ist der Problem? Nicht. Da wird er ja wohl nicht sein. Ich armer. Ich kann das von hier nicht gut sehen. Da komme ich von hier nicht dran. Zauberpinsel. Aha. Was machen wir denn mit einer Zauberpinsel? Hinauf. Wie ist der Professor hier? Nein, ist er natürlich nicht. Haben wir inzwischen was zum... Natürlich nicht. Okay, hier ist auch nicht. Da komme ich von hier nicht dran. Ja. Jetzt waren wir in jedem Raum. Der Professor ist weg. Oha, wir können raus. Wahrscheinlich baden abends nicht allzu viele Vögel. Wahrscheinlich baden abends nicht allzu viele Vögel. Ja, im Briefkasten. Er ist leer. Oha. Hi. Erschreck mich nie wieder so. Nette Brechstange. Danke. Glaub nicht, du könntest sie dir leihen. Ich brauch sie selber. Ja. Was machst du da? Ich hab mich ausgeschlossen. Natürlich. Da sind keine Schlüssel im Auto. Um ehrlich zu sein, habe ich sie verloren. Warum öffnest du den Kofferraum, wenn du ausgesperrt bist? Ich hab da Ersatzschlüssel drin. Ja. Bis später. Ja. Es ist wirklich dreckig. Das gehört mir nicht.
Es ist abgeschlossen. Wer hätte es gedacht? Er sieht gestresst aus. Er ist viel stärker als ich. Er ist viel stärker als ich. Okay. Und dann mal wieder rein. Tja. Komm mit der Gabel vielleicht. Es klebt wirklich am Boden fest. Besser nicht. Mit Zaubertinte. Zu langweilig. Ich glaube nicht, dass das in Weiß besser aussieht. Tja. Dann würde ich sagen, versuchen wir noch mal. Besser nicht. Okay. Dann würde ich mal sagen, lass das mal für heute. Heute haben wir schon ein bisschen für heute mal reingekommen. Da haben wir uns das mal angeguckt.